Ja Leute, ich grüße euch zurück zu Spyro Reignited, beziehungsweise Spyro the Dragon. Und ja, wir haben im ersten Part das allererste Level gemacht, Town Square. Also eines der allerersten Level, man hat Möglichkeiten zwischen drei Level auszusuchen. Und ja, haben erfahren, dass wir den guten Nasty Nog ausspielen müssen, weil der ja unsere Drachenkollegen, Drachen-Elders in Kristall verwandelt hat und jetzt unsere Aufgabe ist, diese zu befreien. Genau, und ich wollte mit euch heute die nächste Level angehen, aber erst einmal wollte ich euch noch was anderes erklären, was ich jetzt im letzten Mal noch nicht gemacht habe, weil wir noch nicht dazu kamen. Wenn man einen Gegner, den man schon besiegt hat, besiegt, dann verliert halt keine Edelsteine mehr, weil, naja, die sind halt so eingestellt, dass es die nur in einer gewissen Anzahl im Spiel gibt. Und stattdessen verliert er dann diese kleinen Metallpartikel. Ich weiß nicht, wie man es nennen mag. Ich nenne es einfach mal Perlen. Und diese Perlen, wenn man davon genug gesammelt hat, kriegen wir ein Leben dazu. Von daher lohnt sich halt, durch die dann immer mal wieder durchzurennen, einfach um ein paar Leben zu sammeln. Ich denke, den einen oder anderen Tod werden wir trotzdem haben, auch wenn das Spiel nicht so schwer ist. Würde ich mich nicht aus dem Fenster legen, dass ich nicht trotzdem immer mal ein bisschen Mist baue. Und ich denke, wir machen weiter mit Stonehill. Dem Level, was man wahrscheinlich als ehesten, als allererstes Level, wahrnehmen würde. Was auch eine ganze Ecke ein bisschen mehr Open World ist als Town Square. Also Town Square hat schon einen ziemlich linearen Weg, wo es lang geht, mit so einem kleinen, so einem kleinen Extra-Passage, wo es lang geht. Und hier das Level ist schon ein bisschen offener, aber deswegen fange ich, glaube ich, mit Town Square auch ganz gerne an. Das ist irgendwie so, ich finde es so ein bisschen gemütlicher zum Starten. So, und ja, ich merke schon, wie gesagt, Ladezeiten können noch ein bisschen länger sein. Wenn ich denke, die dauern zu lange, dann werde ich sie auch rauskratzen. Aber wenn ich was zu sagen habe, dann passt das wahrscheinlich eh. So, genau. Und das ist eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Ort in Spyro. Also viele Dinge auch in späteren Spielen finden sich immer mal wieder hier statt. Was so ein bisschen wirkt, als wäre es tatsächlich seine eigentliche Heimat. Also dass er innerhalb der Artisan-Welt wahrscheinlich hier tatsächlich zu Hause ist. Und den großen hier. Hier gibt es halt vornherein drei Wege. Und lustigerweise, daran sieht man halt einfach, dass dieses Spiel halt nicht das Ziel des Spieles ist, wie in der Maßen, einfach nur zum Ziel des Levels zu kommen, weil der Ausgang vom Level ist tatsächlich relativ nah am Anfang des Levels, sondern halt wirklich die Aufgabe ist, Dinge zu suchen und zu sammeln. Und ja, befreien wir erstmal den hier. Den Astor. You freed all the dragons, passed through this fancy vortex thingamajigger. It'll take you back to the artisan home. But first, let me tell you a story. No thanks. See ya! Und ja, Spyro ist, ein bisschen cocky, ungeduldig, eingebildet, aber hat das Herz am richtigen Fleck und hat natürlich keine Lust auf die Geschichten seiner Vorfahrt, die ihm Ohr abkauen. Und ich kann es teilweise verstehen. Ich meine, mit dem Alter denkt man sich, hey, da kann man echt eine ganze Menge lernen von denen, weil die wahrscheinlich einen riesigen Schatz an Erfahrung haben. Aber man kann sich auch vielleicht auch irgendwie, können die auch sonst welche Storys erzählen, wo man sich denkt, hör auf zu senil zu sein. Also ich, wie gesagt, ich kann es ein bisschen verstehen und verdammt, haben die eine Kiste nicht bekommen. Genau. Aber ja, gehen wir erstmal alle Orte Stück für Stück auf und befreien die Drachen. When you free a dragon or step on one of their platforms, you're saving your progress. That could be useful if you run into trouble. Not that you ever run into trouble, Spyro. Und ja, den sein Design finde ich ziemlich cool. Ein Pilot oder sowas in der Richtung, ja. Oder ein Mechaniker vielleicht auch für Fahrzeuge, Flugzeuge. Ja. Aber ein bisschen sind die Drachen ja schon selbst so, dass sie in dieser Lage sind. Das war nicht sehr freundlich zum guten Nasty, wie man es auch aussprechen mag. Und wir haben wieder ein Nee gehört. Ja, den gibt es natürlich auch hier den Kollegen. Irgendwo da oben. Sie haben dann lauern und warten noch darauf, uns auf die Nerven zu gehen. Genau, und ja, die sind ziemlich cool, die Hörten hier. Genau.
Aber die haben auch relativ gut Range, da sollte man nicht zu nah an die rangehen, weil das sonst auch schief gehen kann. Aber schnell mal einen auf die Nase bekommt. Ich wollte eigentlich gerade mal demonstrieren, aber wahrscheinlich waren wir trotzdem schnell genug, dass wir keine auf die Nase kriegen. Aber es ist halt. Das Spiel hat halt schon, es war auch eins qualitativ angehoben, aber sie haben halt nicht alles so gecaptured, wie es im Originalspiel ist. Also sie haben es sehr, sehr gut gemacht, das Spiel in einem moderneren Touch zu machen, gar keine Frage, und trotzdem diesen Retro-Touch irgendwo beizubehalten. Aber gerade so Gegner zum Beispiel, da merkt man, dass, ja, da der Fokus irgendwo ein bisschen anders lag. Also die Gegner sind schon ein bisschen flotter einfach in Sparrow 1. Dafür gibt es andere Gegner in dem Spiel, die hier dafür flotter sind. Und ja, das sind dann so kleine Unterschiede. Aber wird sich auf jeden Fall noch zeigen, was ich meine. Okay, aber fangen wir erstmal hier. Gyldas. Dann so was Gleiten erklärt. Spyro, my friend. How about a hint on gliding? You bet. For the longest glide, press the jump button at the top of your jump and try pressing the action button to drop down mid-flight. Genau. Jetzt hat er auch noch was anderes Wichtiges erklärt. Wir können halt einen Flug auch abbrechen, indem wir im richtigen Moment die Dreiecktaste drücken. Genau. Ich glaube zumindest ganz gut an Sparrow 1 und Sparrow 2 verhält sich das ein kleines bisschen anders und auch besser. Aber ich sehe es immer so ein bisschen für mich als jemand, der denkt, okay, Sparrow ist hier noch mal ein bisschen jünger als in den anderen Spielen und hat natürlich auch noch einfach ein bisschen was selbst zu lernen und ja, kann natürlich dann nicht alles Skills, die er dann später lernt. Ist ja auch ein bisschen wie mit dem guten Mario, der ja auch immer ein bisschen mehr dazu bekommt, so neue Spiele rauskommen. Wobei ich mir da dann wiederum denke, es ist wahrscheinlich super schwierig, da eine Chronologie reinzubringen. Aber gut, gucken wir uns erstmal jetzt hier oben in Ruhe um, weil hier kann man gerne mal Sachen übersehen. Weil es schon ein relativ weitläufiges Areal ist. Relativ. Und ja, was sie auch ganz schön gemacht haben, leider nicht in jedem Level, aber hier haben sie ganz gut gemacht. Hat man so eine Art Barriere, die durch diese magischen Steine in Verbindung sind. Und die springen auch schön an, wenn man dagegen läuft. Finde ich eigentlich ganz cool gelöst, um dem Level eine Abgrenzung zu geben und trotzdem das Gefühl zu geben, ja, hey, hier lässt sich leben, hier ist relativ offen, ne? Finde ich ganz gut gelöst. Ist aber auch wieder etwas, was ich dem guten Insomniac-Team zugute halten muss, weil die haben die Idee zuerst gehabt. Toys for Bob hat es ja nur umgesetzt, auch wenn sie es ganz schick gemacht haben. So. Genau, und da können wir nicht drauf, aber wir können halt hier einmal ein bisschen drumherum laufen. Und alles in Ruhe finden. Und ja, auch eine ganz coole Sache an dem moderneren Ost. Der Komponist hat ziemlich viel Spaß daran gehabt, den Soundtrack in jede Einzelteil nochmal zu zeigen. Also gibt so Passagen wie die von eben, wo man einfach ganz in Ruhe, sogar auch einfach mal in Ruhe die Bestline des Spiels genießen oder des Stückes genießen kann. Das ist wieder was ich eigentlich ganz ja, cool gemacht finde. Aber den Gunstlebert waren auch natürlich ein bisschen mehr Hände gebunden. Eine PlayStation hatte definitiv weniger Vermögen, qualitative Instrumente zu verwenden und B auch ja, allgemein einfach Limitierung. Sie mussten vom Speicher schauen und konnten die dann nicht zu lang machen und so weiter. Und konnten ihm trotzdem ja so einen kleinen CD-Soundtrack-Touch im Endeffekt geben da. Und ja, ich bin mir nicht sicher, ob wir jetzt hier oben alles haben. Aber wenn wir spätestens merken, wenn wir dann doch nochmal hier hoch müssen. So, gut, dann sind wir nochmal am Anfang zurück. Und gehen jetzt mal den Weg hier lang. Nochmal. Weil hier gibt es auch so ein kleines Secret, wo man hier hochspringt und runterschaut. Man sieht auch hier schon diesen Zauberwirbel. Dann ist hier so ein kleiner Strand. Also, ja, so eine kleine Buchte, besser gesagt. Und da können wir auch noch ein paar Edelsteine finden. Die Sparks zum Glück uns einsammelt, ist auch so ein Punkt, was gut ist, Sparks dabei zu haben. Weil, naja, hilft ungemein Edelsteine zu sammeln, sonst müssen wir das selber machen. Und ja, ich habe es auch noch gar nicht demonstriert, aber der gute Spyro, der ist kein Fan von Wasser in diesem Spiel. Und kann so überhaupt nicht schwimmen. Und dann passiert das relativ mal gern, dass er dann da reingeht und dann sowas passiert. Ja. Ich habe jedenfalls einen Key gefunden. This is the magical key. Und mit diesem Schlüssel können wir uns einmal hier droppen lassen. Noch einen Drachen finden. Watch the
dragonfly, Spyro. His color indicates his power. When he eats butterflies, he stays strong, like me. Sure. Genau. Und nochmal schön zu Max kurz erklärt. Und ja, mit diesem Schlüssel können wir diese Truhe öffnen, die wir halt sonst überhaupt nicht öffnen könnten. Und dann geht das Ding in 1000, fällt das Ding in 1000 Teile und wir können die letzten Edelsteine sammeln. Und hey, wir haben tatsächlich alles gefunden. Ich bin begeistert. Ich habe gedacht, dass ich da oben hundertprozentig noch irgendwas übersehen habe. Aber nice. Gut, dann können wir das Level über regulären Weg verlassen. Ansonsten können wir auch einfach Exit Level drücken über das Startmenü. Aber es gibt so ein paar Gebiete im Spiel, wo es sich rentiert, halt diesen Ausgang zu nutzen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt alle Level spielen und nicht diesen Strudel hier verwenden in der ersten Welt, dann können wir trotzdem nicht zum Boss gehen, weil wir einfach ein Level beenden müssen, wo wir einmal durch diesen Strudel gehen. Aber gut, machen wir weiter mit meinem vermutlich liebsten Level aus der ersten Welt, The Dark Hollow. Also einfach im Original atmosphärisch toll und hier auch echt total atmosphärisch gut. Was nicht zuletzt an der Musik selber liegt, aber allgemein, ich finde Nachtlevel in Spyro haben echt, die haben echt was Besonderes. Und verzaubert mich immer wieder, kann ich nicht anders sagen. So allgemein, wie natürlich das alles ein bisschen dunkler ist. Diese geniale Bestline reinkickt. Mit diesem, Apricio Keyboard Sample, was sich immer wieder wiederholt. Sehr relaxed. Und dann hat man hier in diesem Spiel diese kleinen Glühwürmchen in der Luft. Dann so ab und zu diese kleinen Kerzen an der Wand, die für Licht sorgen. Ich finde, das ist echt einfach magisch. Ich kann es nicht anders beschreiben. Und ja, hier haben wir die ersten Gegner mit einem Metallschild. Ich kann ja mal kurz demonstrieren. Ihr seht, da komme ich mit meinem Feuer. Okay, ich komme da durch, wenn sie ihr Schild wegräumen, aber im ersten Moment komme ich da nicht vorbei. Und ja, hier ist ein Bücherregal, hat schon irgendwas. Jedenfalls kommen wir da mit dem Feuer nicht zwingend immer direkt weiter, deswegen müssen wir die mit einem Stoßangriff treffen. Und dann gibt es alternativ diese großen Gegner mit einer Fleischkeule, die sie wahrscheinlich eigentlich am liebsten essen würden, aber sie dann doch eher verwenden, um uns das Leben schwer zu machen. Und ja. Den können wir nur mit Feuer treffen. Also der ist zu groß, um ihn umzustoßen. Ich glaube, der Drache wird uns das auch nochmal sagen. Oder ein anderer in diesem Level. Aber ich glaube, er macht das. Oh, it's you. I wasn't sure if you'd escape those annoying little creatures. Of course they wouldn't bother me, but here's a hint. Their metal armor is fireproof, but a charge attack will take care of them. Genau, also dann zumindest, dass wir die Kleinen besiegen können, indem wir sie rammen. Aber die ganz Großen sind halt wirklich zu groß für uns, dass wir sie mit Rammen besiegen können. Kann man sich immer ganz gut merken, wenn die in der Ecke größer sind als Spyro. Lieber mit Feuer angreifen. Genau. Wobei die halt trotzdem ja auch mit Feuer besiegbar sind, die ihr Schild hier tragen, wenn sie das Schild halt noch nicht oben haben, gell? Oder wieder runterpacken. So. Ja, ich kann ja mal ein bisschen auf den Original-Soundtrack kurz switchen. Wir switchen zurück gleich, aber das ist halt ein Yamaha oder Roland Touch, dieses Keyboard. Und mit dem noch leicht prägnanteren Bass, das hat einfach echt was. Und ja, diese Gegner hier, die können uns nicht verletzen. Aber sie können uns halt wegstoßen, aber wir sind dafür von hinten angreifbarer. Und ja, in diesem Level kommt echt mein Spyro-Fanboy raus, ich kann es nicht anders sagen. Gibt so ein paar Level, wo es mir so geht. Auch wenn ich prinzipiell eigentlich fast jedes Level mag. Es gibt ein paar Ausnahmelevel, wo ich mir denke, bin ich immer ganz froh, wenn man die hinter sich hat, aber das sind weniger. Und es ist auch ein schöner Blauton hier im Wasser, ja. Ich meine, es ist tödlich, keine Frage. Wir dürfen leider nicht rein, aber es hat einen schönen Touch. Okay.
Habe ich mal wäre so eine Zeit von einem Lied. Aber genug Stewart Fanbold. Machen wir weiter mit dem Spiel. Und Oswin. Psst, Spyro. Wanna know a secret? Use the action button when you wanna zoom in and look around. Oh, your secret's safe with me. Action Button. Ja. Der aus irgendwelchen Gründen nicht immer funktioniert. Aber machen wir mal ganz kurz ruhig. Warten mal, dass mal die Dynamik aus dem übergeht. Also, ist das schön gemacht. Ich werde aber auch noch zu den Schwächen vom Spiel kommen, gar keine Frage. Ich habe schon im letzten Part zum Beispiel die Bossfights angedeutet, die ja, Mittelpunkt sind, warum es für mich nicht unbedingt eines der stärkeren Spyro-Spiele ist. Also, wenn man die ganze Spyro-Reihe ansieht, ist es definitiv ziemlich weit vorne dabei. Also wenn man alle Spiele ansieht, die dazu auskamen mit Gameboy-Ablegern und auch sonstigen Ablegern, die da dazugehören, DS und PlayStation 2 Spiele, die das dann irgendwie gebootet haben und so weiter. Aber jetzt von den anderen drei Spielen, ja, hat schon seine Grund, dass es bei mir nicht auf dem ersten Platz ist, sondern auf dem dritten Platz. Genau. So, und ja, was ich jetzt auch gar nicht gezeigt habe, ich meine, das können wir natürlich auch noch machen, wenn ihr möchtet. Wir haben dieses nette Guidebook, da kann man mal schauen, was es für Skillpoints gibt. Und zum Beispiel hätte ich jetzt im Town Square die ganzen Bullen angegriffen, dass sie mit ihren Hörnern im Boden stecken, oder wir hätten so eine bestimmte Tulpe in Stonehill kaputt gemacht, dann hätten wir halt auch noch diese Skillpunkte bekommen. Aber die sind halt nicht wichtig, um das Spiel selbst zu 100% zu machen oder zumindest um zum letzten Level zu kommen. Da braucht man halt wirklich nur die Schätze, die Drachen und die Eier und ja, werde ich mich definitiv eher drauf fokussieren. Wenn ihr möchtet, können wir auch. Ha, ich wusste, ich hätte einfach mal die Rolle verwenden sollen. Die Rolle ist praktisch im Spiel. Aber wir können uns ja trotzdem nochmal, denke ich, einfach am Ende vom Projekt mal die Zeit nehmen, diese Skillpoints zu sammeln. Mache ich zumindest ganz gerne, dass man die da einfach so Stück für Stück abhakt. Ich glaube, hier gibt es auch was, oder? Alle Feuer bestimmt anzünden, oder? Nee, nicht mal. Ja. Nun gut. Wir freuen mal den nächsten Drachen. Big enemies like this Nork with the club cannot be charged, but a quick flame, that should defeat them. Genau. Also wenigstens nimmt er sich die Zeit, uns das zu erklären, dass wir ja manche auf diese Weise halt nicht besiegen können, sondern uns ja schon dafür nutzen sollten, unsere Feuerkraft anzuwenden. Aber gut, das war's ja schon mit The Hollow. The Hollow sage ich schon, Dark Hollow. Und ja, fliegen wir dem Mond entgegen und reisen zurück. Und ich denke, von der Aufnahmezeitlänge her können wir eigentlich noch das nächste Level angehen. Dann haben wir Artisan schon sogar abgeschlossen in dem Part. Naja, was soll's. Es ist halt auch kein sehr langes Spiel, muss man auch dazu sagen. Etwas, was ich eigentlich auch mag. Also, ich finde es nicht schlimm, dass Spiele auch mal kürzer sind, weil dann hat man oft eher Lust, dann nochmal wieder zu spielen. Das geht mir zumindest so. Ich liebe zum Beispiel Sonic 2, einfach weil es ein echt kurzes Spiel ist und schon ziemlich gute Elemente aus, ja, dem Sonic-Universum verbindet. Aber gut, los geht's mit dem ersten Boss, der Toasty heißt. Und ja, Town Square ist wahrscheinlich eher so eine Art Morgensonne. Während das hier eher so eine Abendsonne ist, wenn ich es jetzt irgendwie beschreiben müsste, vom Gefühl her. Also selbst da könnte man thematisch ein bisschen anfangen. Ja, man fängt mit Town Square an, Morgensonne, dann Stonehill, was so ein bisschen den Mittag repräsentiert, dann dieses Level mit der Abendsonne und dann ganz entspannt in Dark Hollow für den Abend, für die Nacht, ja. Könnte man natürlich auch so sortieren. Aber gut, ja. Die Musik ist schon ein bisschen ernster hier. Und die haben wir auch, die Gegner aus dem ersten Level. Und diese Hunde, ja, also die sind ziemlich aggressiv. Sind aber in Spyro 1 eigentlich auch, also
auf der PlayStation-Version ein bisschen aggressiver, weil sie da teilweise, ich zeig's euch, ich kann jetzt hier quasi zweimal Feuer machen und dann ist man die relativ flott los. Und das hätte auf der PlayStation 1 gar nicht so gut geklappt. Da kann es schon sein, dass sie von der Hitbox her denken, na, ich habe vielleicht einen Moment, wo ich geschützt bin. Ansonsten kann man auch, wenn man ein bisschen safer spielen möchte, eine Rolle machen, gar. Ja. Aber eigentlich auch nicht zu schwierig, um den guten Leon zu zitieren. Und hier nehmen wir uns gleich mal Zeit, ein bisschen uns umzuschauen in dem Gebiet. Und okay, ich dachte, der trifft mich jetzt mit seinem blöden Stab. Jedenfalls hat er sich gefreut, als hätte er mich getroffen. Und dafür bin ich der Hund jetzt getroffen. Toll. So. Und jetzt können wir uns den Raum mal in Ruhe anschauen. Und ja, hier haben wir ein Bild von Artis. Also der Heimatwelt, gar. Hier haben wir ein Bild von. Ja, merkt es euch für Spyro 2. Also gut, ihr müsst es euch nicht merken. Ich werde das wahrscheinlich nicht dran denken, wenn wir in diese Welt gehen, aber. Ja. So ein kleines Painting, was an diese Welt erinnert. Und hier bin ich gerade am Grübeln, was es überhaupt darstellt. Wenn ich tippen müsste, würde es aber auch sagen, dass entweder ist was aus Spyro 2 oder zu einem Spyro 3 Level. Dann kommen 2 in Frage. Und das ist definitiv der, ja, Flugplatz, wo der Ballon ist, klar. Ja, ist auf jeden Fall interessant, dass auch was von Spyro 2 hier zu sehen ist. Ein kleines nettes Easter Egg. So, und hier dürfte ein Hund um die Ecke sein, ich wollte gerade sagen. Und, verdammt. Ich hatte ihn nicht mit dem zweiten Feuerladung getroffen. Ich glaube, ein Skill Point ist, geht durch das Level ohne getroffen zu werden, ja. Oder auch nicht. Okay. Das kann aber eine Trophy sein. Ja, es könnte eine Trophy sein, geht durch das Level ohne getroffen zu werden. Das kommt ja noch dazu. Es gibt ja auch immer diese Trophys. Ja. Aber einfach nur ein schwieriger Playthrough. Nasty Nork has put one of his most devious henchmen in charge of the artisan world. Bring him on. I think I smell a barbecue. Be careful, Spyro. Toasty has many tricks up his sleeve. Ja, wie man es nimmt. Also es wird Zeit für den ersten Bosskampf. Das ist dieses nette Ding mit seiner Sense dort. Ich will mal noch ein paar Schafe finden, aber ich glaube, hier gibt es gar keine im Level. Zumindest wirkt es fast so. Weil am Anfang ist definitiv nichts. Okay. Gut. Naja, brauchen wir aber auch nicht wirklich, das passt. 2 Treffer haben wir auf jeden Fall noch, gut, falls wir getroffen werden. So. Und ja, dann kümmern wir uns erstmal um den Hund am besten. Und genau, also das Ding hat eine Sense, wird die Sense auch angreifen. Und wenn man so ein bisschen aufpasst, sieht man, dass unter diesem, ja, lustigen Heuschreckenkorbis-Kostüm ein Schaf sich versteckt. So. Und dann geht sein Kostüm kaputt und es läuft auf Stelzen. Ja, also, wenn man den Teil halt Zeit lässt anzugreifen, dann kaut er halt mit seiner Sense zwar natürlich ganz viel Range dann. Das kann natürlich das Leben ein bisschen schwerer machen. Aber man kann sich das Leben auch schwer machen. Einfach schön auf Distanz gehen, Feuersprung, und dann ist der Boss auch down. Gibt uns ein bisschen mehr Edelsteine als andere Gegner. Und tatsächlich hat das Level keine Schafe, ja. Gut, aber damit dürfen wir alles haben, oder? Sehr gut, ja. Und damit haben wir tatsächlich schon alles, was wir in der Erde ist. Nein, wir haben nicht alles geschafft. Eine Sache gibt's noch. Aber die hebe ich mir für den nächsten Part auf, das passt schon. Genau. Ist auch eher ein Secret, was man auch eher im Level, im Spiel später erfährt, aber gut. Secret hält sich in Grenzen. Ich glaube, als Kind habe ich es tatsächlich erst durch das Spiel später gefunden. Aber wenn man ein bisschen mit Brain an die Sache rangeht, ist es nicht so ein riesiges Secret und es hat mit diesem Wasserfall und diesem Stein zu tun. Naja, gut. Aber das gehen wir im nächsten Part an. Von daher, Leute, bis dahin. Bye, bye.